eine Vielschreiberin, die unter anderem schon in der CBN zu lesen war. Sie liest zwei bezaubernde, selbst erlebte Stories. Bitte sehr. Hallo, ich freue mich, dass ich von Natascha in den Kreis ihrer Autorinnen aufgenommen worden bin. Ihrer übrigens sehr sympathischen und kompetenten Autorinnen. Ich bin richtig stolz. Dankeschön, Natascha. Ich danke auch. Das freut mich immer, wenn jemand kommt, der so gerne schreibt. Und das will ich auch honorieren. Und was ich noch besonders schön finde, die Bilder, die sie zu ihren Kurzgeschichten macht. Die sind einfach phänomenal. Dankeschön. Ganz besonderen Dank dafür. Dankeschön. So, und jetzt lesen wir los. Genau, genau, jetzt fangen wir. Es geht erstmal um Sophie macht den Führerschein. Was hältst du davon, wenn ich Auto fahren lerne, fragte Sophie, meine Schwiegermutter, eines Tages beim Frühstück. Wäre nicht schlecht, murmelte Alois, der Ehemann, hinter seiner Zeitung hervor. Dann kann ich auch mal ein Bier mehr trinken und du fährst mich heim. So harmlos fing es an. Fahrlehrer Hubers Menschenkenntnis allerdings erhielt bald einen Knacks. Sie sah so nett und bieder aus. Eine nicht mehr ganz junge, solide Führerscheinanwärterin mit 46 Jahren, die bestimmt nicht so nervenzermürbend war wie die knapp 18-jährigen Krabben, mit denen er sonst zu tun hatte. Was sie nicht gedacht hatte, die Krabben waren fast durchwegs vorbelastet, was Autofahren anbelangte. Hatten schon mal mit dem Freund in einer einsamen Seitenstraße das Schalten und Gasgeben ausprobiert. Sophie war völlig unbedarft. Sowas wie Gasgeben versuchte sie nur ab und zu an ihrer alten Nähmaschine, wenn sie die in Schwung brachte. Trotzdem setzte sich Sophie selbstbewusst. Das war sie in jeder Situation. Ins Fahrschulauto und fuhr los. Kupplung, erster Gang, Gas. Das Auto hüpfte wie ein Indianerpferd und stand. Muss kaputt sein, war Sophies Kommentar. Nochmal. Und ganz langsam und vorsichtig erklärte Fahrlehrer Huber wieder die ersten Schritte zum Umgang mit dem motorisierten Käfer. Kapiert, sagte Sophie. Das Auto reagiert ein bisschen komisch. Na, wir werden uns aneinander gewöhnen. Hoffentlich, dachte der Fahrlehrer. In der dritten Fahrstunde brach Sophie den Blinkerhebel am Lenkrad ab. Der muss aber schon angeknackst gewesen sein, meinte sie. Der Fahrlehrer schluckte die Bemerkung hinunter und rechnete im Stillen aus, wie viel der Hebel wohl kosten würde. Mit 10 weiteren Fahrstunden durfte er abgegolten sein, oder? Mal mit dem Chef sprechen. Mit der Zeit eignete sich Sophie tatsächlich enorme Fahrkenntnisse an. Nur mit dem Einparken hatte sie ihre liebe Not. Aber das liegt nur am VW-Käfer, stellte sie fest. Da sieht man das Ende vom Auto so schlecht. Nach ca. 40 Fahrstunden sagte sie zu ihrem Sohn, du, Alice, oh weh, dachte sich der Alois, Mutter will was von mir. Immer wenn sie Alice sagt, da kam es auch schon. Ich habe gehört, dass man auf dem ADAC-Übungsplatz auch als Nicht-Führerscheinbesitzer rumkurven darf. Und du weißt ja, Papa hat nicht viel Geduld. Könntest du nicht? Er konnte. Nagelneu war sein Auto ohnehin nicht mehr. Außerdem würde er vom Beifahrersitz aus aufpassen. Bloß hatte er nicht mit Mamas Temperament gerechnet. Pass auf, sagte er, als sie einparken üben wollte. Das sind rot-weiße Begrenzungspfähle. Ich bin ja nicht blind, antwortete sie und gab Gas.
Volltreffer. Ui, 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 schrie Sophie entsetzt. Drei Pfähle hatte sie gekillt. Der vierte hatte sich am Wagenboden verheddert und so das Auto zum Glück abgebremst. Alois sah seine Mutter vernichtend an und sagte, raus. Dann besahen sich beide den Schaden am Auto. Naja, Totalschaden war es zum Glück nicht. Ab sofort fuhr Alois und seine sonst so gesprächige Mutter war mäuschenstill. Erst zu Hause, sagte sie zu Papa. Die Pfähle waren viel zu eng gesetzt. Eigentlich kann ich gar nichts dafür. Zum Glück hörte das ihr Sohn nicht mehr. Die ganze Familie dachte mit Grauen an die Fahrprüfung. Jeder war aufgeregt. Nur Sophie nicht. Die schriftliche Prüfung schaffte sie sowieso optimal. Und die praktische? Nie war sie so gut gefahren. Der Fahrlehrer staunte. Der Prüfer blinzelte anerkennend. Eigentlich war die Prüfung schon vorbei. Da fiel dem Prüfer ein. Einparken. Sie hatten das Einparken noch nicht getestet. Kein Problem, sagte Sophie. Nehmen wir doch die Parklücke da vorne. Der Prüfer lachte und war einverstanden. Und Sophie schaffte das Ungeheuerliche. Gleich beim ersten Mal stand der Käfer in der Parklücke, wie es ein Profi nicht besser gemacht hätte. Bestanden. Dem Fahrlehrer fiel ein Stein vom Herzen. Er freute sich richtig auf seine nächste Fahrstunde mit einer knapp 18-jährigen Krabbe. Ab sofort fuhr Sophie Auto. Ich muss Fahrpraxis bekommen, sagte sie zu ihrem Alois. Und Alois ließ sie fahren, wenn auch nicht gerade begeistert. Weißt du, sagte er zu seinem Sohn, mein Alkoholkonsum steigt zwangsläufig. Ohne Pegel kann ich ihre Fahrweise nicht ertragen. Was natürlich schon ein bisschen übertrieben war, aber wirklich nur ein bisschen. Einmal kamen sie zu uns auf Besuch und man sah beiden schon an, dass der Haussegen schief hing. Was ist passiert? Wollte Alois der Sohn wissen. Stell dir vor, antwortete Alois der Papa, fährt diese Frau doch mit Vollgas bei Rot über die Ampel. Sophie wurde ganz leicht, aber nicht sehr, verlegen. Ich habe es zu spät gesehen, bekannte sie, aber das Herz hat mir schon gebumpert. Dann wurde ein neues Auto gekauft, mit Automatik. Sophie war begeistert. Jetzt fahre ich jedem Porsche an der Ampel davon, so schnell zieht der neue Wagen ab. Na Prost, armer Papa Alois. Wenn das so weitergeht, wird er noch zum Alkoholiker. Und die nächste. Eddie, der schwarze Panther. Es ist so eine Sache mit den Haustieren. Günther und ich lieben Hunde, mögen Goldhamster, Vögel. Außerdem nicht gezähmte Tiere wie Frösche, Eidechsen und beinahe sämtliche Tiere Afrikas. Aber Katzen? Vielleicht liegt es an gewissen Vorurteilen. Katzen killen nicht nur Mäuse. Sie fangen auch Vögel und Eidechsen nur so zum Kaputtmachen, nicht zum Fressen. Futter kriegen sie ja zu Hause genug. Und die reinen Hauskatzen? Sie zerkratzen Möbel und Teppiche, springen auf Fensterbänke, Tische und Schränke und machen alles kaputt, was ihnen in den Weg kommt. Dabei gibt es 10 Kilometer von uns entfernt eine heißgeliebte Familienkatze, die wir fast jedes Mal sehen, wenn wir unsere Enkelkinder besuchen. Dieses besagte Tier
ist ein schwarzer Kater namens Eddie mit einem weißen Fleck am Hals und großen gelben Augen. Oder sind die Augen grün? Ein gelbliches Grün vielleicht. Zugegeben. Eddie ist ein sehr hübscher, sehr großer Kater. So eine Art schwarzer Panther in Mini-Ausführung. Und er ist unglaublich hart im Nehmen. Julia und Jonas gehen ja noch einigermaßen sanft mit ihm um. Aber Jasmin zahlt ihn schon mal an der Leine über den Hof, wenn er nicht im gleichen Tempo spazieren gehen will wie sie. Und Jannik erst. Ein Wunder, dass Eddie seine ausgesprochen heftigen, liebevollen Umarmungen bisher lebend überstanden hat. Und Jannik noch mit zwei intakten Augen herumläuft. Eine andere Katze hätte sie ihm längst vor lauter Frust herausgekratzt. Da aber auch eine Familie mit Lieblingskatze mal in den Ferien verreisen will, gibt es freundliche Mitmenschen, die sich während dieser Zeit um den kleinen Liebling kümmern. Günther zählte sich von vornherein nicht zu den freundlichen Mitmenschen. So war es eigentlich beschlossene Sache, dass wir uns nicht um den Kater Eddie kümmern müssen. Aber wie es halt so ist im Leben. Plötzlich stellen die sogenannten Katzenhasser fest, dass hinter ihrem harten Abwehrkörper ein weiches Herz steckt. Spätestens zu dem Zeitpunkt, wo sie eine Katze entdecken, die ganz allein, ohne den engagierten Katzenhüter, total verstört im Flur sitzt und vermutlich in Panik den umliegenden Bereich mit flüssigem, braunem Muster versehen hat. Also gab es für uns nur eine Entscheidung. Wir holten Eddie, den schwarzen Kater, zu uns nach Hause. Nimm die Katze beim Autofahren auf den Schoß, sagte Günther. Wenn wir sie in die Transportbox stecken, kommt sie bestimmt bloß in Panik. Das war allerdings ein Fehler, wie ich bald feststellen musste. Eddie wollte fliehen. Autofahren war nicht so sein Ding. Und mein energisches Festhalten behagte ihm überhaupt nicht. Als Günther vor unserem Haus die Autotüre öffnete, waren wir beide erleichtert, der Kater und ich. Ein paar Meter wurde er noch getragen und dann rannte er in Windeseile durch die Haustüre ins Stiegenhaus. Bei mir ging es langsamer. Ich sah mir erstmal meine blutigen Hände an. Total zerkratzt, berichtete ich Günther. Na, so wird was eigentlich nicht. Aber ein bisschen Mitleid wollte ich schon herausschinden. Und dann begannen Tage, die wir uns viel schlimmer vorgestellt hätten. Es gab kein zerbrochenes Porzellan, keine hinuntergeworfenen Blumenvasen. Die gefährdeten Fenstersimse wurden schnell abgeräumt. Von mir, nicht von Eddie. Statt Nippers und Fensterschmuck gab es einen schwarzen Panther, der dekorativ abwechselnd die Simse belegte, mal ruhend, mal hektisch nach Fliegen schlagend. Allerdings, eines der Fenster im Wohnzimmer hatte ich im Normalzustand gelassen. Das war durch eine Gardine verdeckt und würde Eddie deshalb sicher nicht interessieren, denkste. Unser Leihkater bestimmte eben jene Fensterbank als Absprungrampe für die Erkundung des Wohnzimmerschrankes. Für ihn sicher völlig unverständlich, dass Günther ausgerechnet diese Sprünge, die echtes Können verlangten, nicht akzeptierte. Katzen kann man nicht erziehen, belehrte ich Eddies Herrchen auf Zeit.
als dieser dem Kater lautstark zu verstehen geben wollte, dass der Wohnzimmerschrank für ihn tabu wäre. Ich kann das, behauptete Günther starrisch. Warf Eddie beim nächsten Sprung auf den Schrank ein Handtuch nach und brüllte dazu wie ein Seeräuber auf Entertour. Tatsächlich, Eddie war ganz verschreckt und mied in Zukunft das verbotene Gebiet. Unter uns, er tat das auf jeden Fall, wenn Günther in der Nähe war. In gewisser Weise kannte der Kater, wie ich nach einer Weile feststellte, schon gewisse Spielregeln. Eine davon war, in der Küche auf dem Fußboden bleiben. Tisch, Stühle, Herd und Arbeitsflächen waren katzenfreies Gebiet. Das klappte auf jeden Fall, wenn wir beide, die Katze und ich, in der Küche waren. Wenn ich mich nicht in der Küche aufhielt, räumte ich lieber alles Interessante weg, sicherheitshalber. Dass ich mit meinem Misstrauen gar nicht so falsch lag, entdeckte ich eines Tages, als wir Besuch erwarteten. Ich hatte im Wohnzimmer den Esstisch gedeckt, in die Mitte einen Blumenstrauß gestellt und arbeitete in der Küche still vor mich hin. Plötzlich fiel mir der Kater ein. Was der wohl gerade trieb? Mal nachsehen. Und wo fand ich unseren vierbeinigen Hausgenossen? Er lag malerisch und völlig bewegungslos mitten auf dem Esstisch. Neben dem Blumenstrauß, wie ein Porzellanpanda. Ich hätte diese Stillleben gerne fotografiert, aber das ging schlecht, schon aus erzieherischen Gründen. Als er mich sah, räumte er ohnehin schleunigst davon. Eigentlich waren wir für Eddie mehr oder weniger fremd. Wir gehörten nicht zu seiner Familie und sind ja auch nicht die Menschen, die an keinem Haustiger vorbeigehen können, ohne ihn zu streicheln oder auf den Arm zu nehmen. Als Pensionswirte änderten sich seine und unsere Gewohnheiten in dieser Hinsicht gewaltig. Plötzlich hatte ich beim Fernsehen abends ein weiches, knuddeliges Schmusekätzchen auf dem Schoß und genoss es. Ich stellte zu meiner Überraschung fest, dass Katzen sogar reden können. Okay, mehr oder weniger. Das fing schon morgens an. Eddie schlief bei uns im geräumigen Gäste-WC. Dort war genügend Platz für sein Bettchen, seine Plüschkatzenhöhle, ein paar improvisierte Spielsachen und einen Napf mit Trinkwasser. Und sein Katzenklo natürlich. Er riss sich nicht gerade um diese Katzensuite, aber er akzeptierte sie. Bloß am Morgen, wenn ich die Türe öffnete, heulte er mir die Ohren voll. Er strich mir schluchzend um die Beine, drückte sich an mich, wollte unbedingt auf den Arm und presste seinen Kopf an meinen, als wenn er mich unheimlich vermisst hätte. Armer schwarzer Kater. Das war dann jedes Mal der Moment, wo ich ihn voller Mitleid streichelte und immer sogar überlegte, ob ich ihn nicht lieber nachts mit ins Bett nehmen sollte. Aber den Gedanken verdrängte ich schnell wieder und überlegte amüsiert, ob ich Günther davon erzählen sollte. Amüsiert deshalb, weil ich mir seinen Protestschrei wunderbar vorstellen konnte. Im Übrigen beruhigte sich Eddie wieder ganz schnell. Kaum hatte ich ihn in die Küche getragen, wo sein gefüllter Fressnapf stand, da hatte er seinen Seelenschmerz schon vergessen. Eddie ist ja noch sehr jung, gerade knapp ein Jahr alt. Das heißt, zu seinem Tagesablauf nicht nur Magen füllen, schlafen,
Kuscheln etc., sondern auch Spielen gehört. Ich wurde von ihm regelrecht zum Mitspielen aufgefordert. Er stellte sich vor mich hin, sah mich hypnotisierend an und sagte: "Wow." Und wenn das nicht gleich von mir verstanden wurde, kam er näher und versuchte es nachdrücklicher. "Wow." Spielzeuge aus der Zoohandlung gab es bei uns natürlich nicht. Das war auch nicht wichtig. Dem kleinen Plastikball, der oben im Enkelzimmer lag, brannte er begeistert nach. Er jagte ihn durch das Haus, ließ ihn über die Treppen hüpfen und spurtete hinterher. Sein Lieblingsspielzeug war jedoch eine Fadenrolle, die ich am Geländer befestigt hatte. Diesem Hartplastikteil gab er heftige Ohrfeigen und stürzte sich anschließend auf das hochliegende Etwas, bis ihm die Rolle unsanft auf den Kopf fiel. Das war nicht so angenehm. Also verzog er sich lieber. Erst als ich die Fadenrolle durch einen Softlockenwickler ersetzte und diesen ans Geländer band, traute sich Eddie wieder ran. Das Treppengeländer hatte es ihm als Tummelplatz ohnehin angetan. Ein herrlicher Ort zum Balancieren. Und wo er, das war ihm noch lieber, gelegentlich ein Spielzeug besonderer Art fangen konnte. Einen ausgewachsenen Sparringspartner, der so schön quietschte, wenn man ihm die Pfote auf die Hand knallte. Zu meinem Erstaunen war Günther dem Kater gar nicht böse und nahm die Kratzer mit einem eher belustigten Brutzittern hin. Und er lachte sogar herzlich, als meine Freundin Gabi, der ich die Geschichte am Telefon erzählte, empfahl, Günther so lange zu Hause zu lassen, bis die Kratzer abgeheilt wären, weil, O-Ton Gabi, die Leute sonst denken, er hätte versucht, mit Messer und Gabel zu essen. Nach 2 Wochen war der Urlaub des schwarzen Katers vorbei. Die Kinder kamen ihn abholen und hatten schon auf der Fahrt im Auto gestritten, wer ihn als erstes auf den Arm nehmen durfte. Das war natürlich reine Theorie. In der Praxis ging es letztlich nach Schnelligkeit. Da war Julia Siegerin und nach Lautstärke. Da war Yannick Sieger Nummer 2. Schließlich wanderte Eddie von Arm zu Arm und war wieder, wie gewohnt, der Familienmittelpunkt. Aber ehrlich gesagt, das war er bei uns auch. Obwohl Günther am Schluss noch ein bisschen grantelte. "Du brauchst den Kater nicht so zu loben, sonst kriegen wir ihn nächstes Jahr wieder." Sappalot, der große Katzenhasser, hat gesprochen. Wenn da nicht dieses leichte Lächeln gewesen wäre, das nicht so recht zu seinen harten Worten passte. Thank you.